Liebe Rechtsfreunde, heute wollen wir einmal über das Thema mündliche Prüfung sprechen. Denn eine solche wird euch, egal ob ihr im Jurastudium oder in einer anderen Juraprüfung seid, höchstwahrscheinlich irgendwann einmal begegnen und stellt vor allen Dingen einen der wichtigsten, wenn nicht den wichtigsten Prüfungsabschnitt in dieser dann jeweils vorhandenen juristischen Ausbildung dar. Und das meine ich im positiven Sinne. Ganz einfach deshalb, weil man in kaum einem Prüfungsabschnitt an einem Tag so viele Punkte holen kann wie in diesem. Tja, was kann ich euch wohl mit meinem Sprachfehler und meinem Ruhrputzlang über die mündliche Prüfung beibringen? Zum Glück geht es aber in dieser mündlichen Prüfung weniger um diese Fragen als vielmehr um andere Fragen, die relevant sind. Wie ist deine innere Einstellung? Was ist mit den Protokollen? Womit und wie bereite ich mich auf so eine mündliche Prüfung eigentlich vor? Worauf kommt es den Prüfern vor allen Dingen an in der mündlichen Prüfung? Und so Nebenaspekte wie, darf ich meinem Mitprüfling eine Frage klauen, wenn er sie nicht weiß? Und wie stelle ich mich dabei an? Wir klären das hier in diesem Video. Und da es sich um eine etwas umfangreichere Thematik handelt, möchten wir Sie jetzt bitten, sich zurückzulehnen, das Rauchen einzustellen und eine angenehme Position einzunehmen. Wir starten nun. Punkt 1, die innere Einstellung, dein Inner Game. Die schönste Nachricht gleich zu Beginn. Herzlichen Glückwunsch. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass du deine juristische Prüfung bestanden hast, bevor die mündliche überhaupt losgeht, ist extrem, 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 extrem hoch. Und ich weiß, der Mann einer Cousine, der hat einen Hund und der ist mal draußen mit dem spazieren gegangen. Und da im Garten, bei dem Eigentümer, da hat der Hund hingekackt und dessen Tochter, ja, die ist mal durch die mündliche Prüfung gefallen. Im Ernst, ich habe hier die Statistik aus dem Jahr 2017. Und von 1785 Prüflingen sind durchgefallen 13. Das ist nicht mal oder 1% oder wie auch immer. Ja? Einer von 100 maximal. Und jetzt sagt der eine oder andere von euch, ja, aber wenn ich der eine von 100 bin, ich bist du nicht. Und warum erzähle ich dir das wohl? Ganz einfach. Ich will, dass du keine Panik vor dieser Prüfung haben musst. Es ist immer viel, viel geiler, anstatt vor Ehrfurcht vor etwas zu erstarren, für etwas Positives zu lernen, für einen Notensprung zu lernen. Und da ist die Gewissheit einer sehr, sehr, sehr wahrscheinlich bestandenen Prüfung doch ein ermutigender Gedanke, oder? Unter Punkt 2. Pause. Zittert deine Hand noch von den Klausuren und du träumst von der forderungsentkleideten Hypothek? Ja, dann besteht die hohe Wahrscheinlichkeit, dass du vielleicht mal ein bisschen urlaubsreif bist. Mach mal gar nichts Juristisches. Geh ins Kino oder unternimm was mit der Person, die da bei dir zu Hause rumhängt und die ganze Zeit behauptet, dein Partner zu sein. Oder aber bestell dir mal im Dortmund im Alex ein Ibiza-Spezial und trink davon 2 Stück. Probier mal aus, steht nicht auf der Karte. Das hat seinen Grund. Bevor du also in die Vorbereitung auf die mündliche gehst, musst du erstmal in einen anderen Modus operandi kommen. Und dafür ist eine Pause so wichtig. Und dann gehst du mit einer ganz anderen Einstellung und Motivation wieder an die Sache ran. Punkt 2, die Vorbereitung. Unterpunkt 1, der Aktenvortrag. In vielen mündlichen juristischen Prüfungen muss der Kandidat einen sogenannten Aktenvortrag halten. Das bedeutet, er hat eine Stunde Zeit, einen etwas abgespeckten Fall zu bearbeiten, diesen zu lösen und die anschließende Lösung der Prüfungskommission in 10 bis 12 Minuten zu präsentieren. Und man kann euch nur raten, wenn ihr für den schriftlichen Teil eurer juristischen Prüfung geübt habt, indem ihr Klausuren geschrieben habt, dann müsst ihr für den mündlichen Teil eurer juristischen Prüfung den Aktenvortrag üben. Und das ist wahrscheinlich noch viel, viel wichtiger, weil euer letzter mündlicher Vortrag wahrscheinlich, ja gut, entweder im Schwerpunkt in einem juristischen Studium oder aber das letzte Mal im Abitur oder sowas war, als ihr da ein Referat über die Pest gehalten habt oder erklärt habt, was ein endoplasmatisches Retikulum ist. Also, ihr müsst das wirklich üben, üben, üben. Mindestens jeden zweiten oder dritten Tag in eurer Vorbereitung auf die mündliche. Warum ist mir das so wichtig? Zum einen stellt der Aktenvortrag natürlich eine Teilleistung zu eurem Gesamtergebnis dar. Aber was noch viel wichtiger ist, unterschätzt
bitte nicht die psychologische Komponente. Da sitzen drei Prüfer und ihr kommt das erste Mal in den Raum rein, abgesehen jetzt vom Vorgespräch mit dem Vorsitzenden. Ihr kommt das erste Mal rein und seid in freier juristischer Wildbahn. Und das, was der Mensch tut, ist, sich direkt anzugucken, schätze ich diesen Menschen als vertrauensselig ein, schätze ich ihn als kompetent ein, schätze ich ihn als intelligent ein. Das ist ein Vorurteil, natürlich. Aber Vorurteile existieren nun mal und sind menschlich und finden häufig auch unterbewusst statt, ohne dass die Prüfer das selber wollen. Also, nichts ist so schwer zu widerlegen wie ein Vorurteil. Also sorgt dafür, dass zumindest euer Auftreten und euer Einstieg in den Aktenvortrag stimmt. Und das kann unabhängig davon geschehen, egal worum es sich inhaltlich handelt beim Aktenvortrag. Man sollte aber auch gucken, wie man mit dieser nur einer Stunde Bearbeitung klarkommt und vor allen Dingen mit stressigen Situationen, beispielsweise wenn man keine Ahnung von dem Fall hat. Vermeidet dann auf jeden Fall Entschuldigungen oder Rechtfertigungen, wenn ihr in den Raum reinkommt. Tragt mit souveräner Sturheit euer dann gegebenenfalls falsches Ergebnis vor, aber wenigstens klingt es dann bei euch am besten. Also schnappt euch zwei Lernkumpels und übt diese Dinger. Übt vor allen Dingen die Einleitung, wie ihr quasi jeden Fall im Strafrecht, Ölrecht oder Zivilrecht am Anfang kompetent rüberbekommen könnt. Und übt vor allen Dingen auch diese Störlaute, also schnappt euch zwei Lernkumpels, und übt diese Dinge, wegzubekommen. Kleiner Tipp dafür, einer eurer Lernkumpels soll so eine kleine Glocke sich kaufen bei eBay oder Amazon und immer wenn ihr oder sowas macht, soll der mit der Glocke wedeln. Das ist zwar am Anfang ziemlich nervig, aber ich wette mit euch, dass keiner von euch dreien in der Lerngruppe nach 5 Vorträgen noch diese Störlaute benutzt. Das ist wirklich ein wirksames Mittel, probiert das mal und dann wirkt euer Vortrag viel, viel kompetenter. Unterpunkt 2, Protokolle und Prüfer. In vielen juristischen Prüfungen, so auch bei den Juristen, werdet ihr die Namen eurer Prüfer vorab erfahren. Und es versteht sich bitte von selbst, dass man da sofort Dr. Google anschmeißt und mal guckt, was machen die denn gerade so? Sind das Richter? Sind das Anwälte? In welcher Kammer sitzen die? Was haben die gerade für Fälle? Schreiben die vielleicht Aufsätze? Etc. pp. Und so kann man zumindest mal bestimmte Gebiete rausfinden, wo die verstärkt tätig sind. Bei den Juristen gibt es dann noch die Möglichkeit, sich Prüferprotokolle zu bestellen bei verschiedenen Institutionen. Und wer das nicht tut, der handelt einfach grob fahrlässig. Wer da kein Geld für hat, der meldet sich bei mir, dann bezahle ich das zur Not. Hoffentlich melden sich jetzt nicht 1000 Leute. Aber bitte, bitte holt diese Protokolle. Denn es kommt nicht selten vor, dass wirklich mal ein Prüfer sehr, sehr protokollfest ist. Bei mir war es mal eine Strafrechtstante und die hat immer die letzten Examensklausuren von vor einem halben Jahr geprüft und so auch. Und wenn man da wirklich Punkte verschenkt, dann ist dem auch nicht mehr zu helfen. Bei der Durchsicht der Protokolle bitte noch darauf achten, dass ihr nicht sämtliche Protokolle von 1876 oder so durcharbeitet, sondern wirklich, wenn es ausreichend Protokolle zu dem Prüfer gibt, nur der letzten 5 Jahre maximal. Weil es häufig eben sein kann, dass sich die Profession des Prüfers verschiebt, dass er andere Interessenschwerpunkte auf einmal hat und dann ist es einfach wirkungslos. Wenn es nur wenige Protokolle von dem gibt, dann kann man sich auch mal etwas ältere durchlesen, aber ansonsten wirklich nur die letzten 5 Jahre. Und man sollte jetzt auch nicht jede einzelne Frage oder sowas rausschreiben, sondern nur gewisse Dinge rausschreiben und so allgemein zu seinem Frageverhalten und zu den Themenschwerpunkten, die er immer so setzt und dann bei der Vorbereitung verstärkt auf diese Dinge achten. Punkt 3, der Stoff. Beim Stoff für die mündliche Prüfung ist es meines Erachtens wichtig, nicht zu sehr in die Tiefe und deshalb ist dieser neue Modus operandi so wichtig, sondern eher in die Breite zu gehen. Das heißt, ein solides Wissen über die gesamte Rechtswelt zu haben. Ich persönlich habe mir dafür 1 bis 2 Kollegen geschnappt und habe mir Fragen aus dem Rep
um die Ohren geknallt und auch aus diesem Büchlein. Wer mal keine ein bis zwei Kollegen hat, der kann auch die Apps benutzen. Das ist einmal die JuraFuchs App und einmal die App von der Firma Repetico. Und die haben, habe ich selber benutzt für das zweite Examen, auch ein Modul für die mündliche Prüfung. Das ist alles keine Werbung, ich kriege nichts dafür. Hier erfahrt ihr nur meine eigene Meinung. Und ich finde die Art und Weise der Fragestellung und diese Abfragemethode einfach für das Lernen, für die mündliche Prüfung sehr, sehr gut, um eben wieder dieses breite Wissen zu bekommen. Immer wieder liest man auch, dass man über das aktuelle Geschehen auf dem Laufenden bleiben soll oder mal sonntags vor der mündlichen Prüfung den Tatort gucken sollte. Ich persönlich habe das in meinen 4 Prüfungen nicht erlebt. Ich kenne auch keinen, der mir da erzählt hat, dass da irgendwas aus dem Tatort oder aktuelle Themen abgeprüft wurden. Das ist für die Prüfer häufig gar nicht so attraktiv, weil die Dinge ja eben noch laufen und da noch nicht so eine gewisse Rechtssicherheit besteht. Ich will aber nicht ausschließen, dass das mal passiert. Deshalb auf dem Laufenden bleiben kann man einmal über sehr gut LTO oder auch sehr, sehr gut über FAZ Einspruch und wer da noch so ein bisschen in Tiefe gehen will, der kann auch FAZ Einspruch mit Konstantin Baron von Linden hören. Der ist wirklich sehr, sehr gut bei der Einordnung und ansonsten für aktuelle Themen gibt es ja noch den einen oder anderen kleinen YouTube-Rechtsblogger, der auch mal wieder das ein oder andere Thema anspricht. Abonniert, Alter! Punkt 3, die Prüfung selbst. Sowohl im Aktenvortrag als auch in der rein mündlichen Prüfung gibt es wesentliche Punkte, die mir in meinen 4 mündlichen Prüfungen besonders aufgefallen sind. Also, worauf achten die Prüfer? Vor allen Dingen auf sauberes juristisches Arbeiten. Und dazu gehört, nicht einfach loszulabern und direkt auf irgendwelche Probleme zu springen, sondern die Ermächtigungs- und Anspruchsgrundlage sauber herauszuarbeiten, die Absätze und Paragraphen genau zu bezeichnen, die Voraussetzungen zu nennen und sauber zu definieren und ordentlich zu subsumieren. Und da es mir selbst im zweiten Examen passiert ist, möchte ich, dass ihr das nicht falsch macht. Und zwar geht ihr bei Definitionen dreischrittig vor. Erstens gibt es eine Legaldefinition, das heißt eine Definition, die selbst im Gesetz steht. Dann liest ihr die vor und nennt den Paragraphen. Oder aber es handelt sich um eine Definition, die ihr kennen müsst, Körperverletzung, jede üble, unangemessene Behandlung, bla bla bla. Oder aber es ist nichts von den beiden, was sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Kleiner Tipp dafür. Wenn ihr etwas definieren müsst, wo ihr jetzt keine offizielle Definition habt oder keine Legaldefinition, dann nehmt ihr beispielsweise den Gegenstand im Kopf und überlegt euch, was ist das Allgemeine, also die Gattung, die diesen Gegenstand ausmacht, und was ist das Konkrete, was diesen Gegenstand ausmacht? Und dann nennt ihr das so in der Reihenfolge. Beispiel. Ein Schlüssel ist ein Werkzeug abstrakt, welches konkret jetzt zum Öffnen oder Verschließen von Türen geeignet ist. Und so könnt ihr eigentlich alles einigermaßen grob definieren. Und wenn es wirklich eine Definition war, die ihr euch hättet ausdenken müssen und der Prüfer merkt, oh, da kommt ja tatsächlich was, ja, dann sammelt mal ein paar Punkte. Kommt aber selten vor. Aber bitte schaut erst, ob es eine Legaldefinition gibt. Ich hatte nämlich den Fall Straßenwegegesetz, fragt er mich echt, was ist eine öffentliche Straße? Und ihr könnt euch vorstellen, ich breche mir da einen ab und überlege, was ist eine Straße, ja? Habt da irgendwie was von Teer oder dass Fahrzeuge darauf rumfahren etc. gelabert? Und es steht vorne drin, Paragraph 2 Straßenwegegesetz, was eine Straße ist. Und das hätte ich nur einfach vorlesen müssen. Und ihr könnt euch vorstellen, wie der Prüfer da auf mich zu sprechen war im öffentlichen Recht. Sollte es im weiteren Verlauf, meistens etwas später in der Prüfung, zu solchen Dingen wie einer Auslegung kommen oder zu einer Frage, wo man sich mehrdeutig entscheiden kann, dann scheut euch bitte nicht auf die Methodenlehre zurückzugreifen. Nennt wirklich die Begriffe Wortlaut, teleologische Auslegung, Sinn- und
und Zweck. Das freut die Prüfer, das finden die richtig, richtig geil. Und vor allen Dingen auch scheut euch nicht, mal einen Ausflug in die Grundrechte zu wagen. Ich hatte beispielsweise im öffentlichen Recht zweites Examen, zweite mündliche Prüfung, wo ich war. Da ging es um Baurecht und um Baugenehmigung. Und das lief ganz gut bei allen, die Prüfung. Und dann war ich noch dran und der Prüfer sagte so, ja, was halten Sie denn davon, wenn keiner in dieser Stadt oder in dem Bundesland oder im ganzen Bundesgebiet eine Baugenehmigung mehr beantragen könnte? Und dann habe ich kurz überlegt und gesagt, ja, Moment mal, jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter raus aus dieser Baugenehmigungsprüfungsebene und habe dann gesagt, ja, das wäre irgendwie problematisch in Hinsicht auf Artikel 14. Und ich merkte so schon, wie er so anfing zu grinsen und konnte dann immer weiterreden und das hat denen richtig, richtig gut gefallen. Also, ruhig da mal mutig sein bei so etwas offeneren Fragen und eben diesen Ausflug in die Grundrechte auch wagen. Und bei einer anderen Gelegenheit, die ich euch noch erklären will oder berichten will, da waren wir im Zivilrecht und da war ein relativ witziger Fall, wo es darum ging, dass Eheleute zusammen irgendwie einen Hund hatten oder ich weiß gar nicht mehr, ob es Eheleute oder nicht-eheliche Lebensgemeinschaft, ich glaube, es war nicht-eheliche Lebensgemeinschaft und da sollte dieser Hund aufgeteilt werden, insofern nach der Trennung. Habe ich auch schon mal ein Video dazu gemacht. Und da leider zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und da war eben genau diese Frage, was machen wir denn jetzt? Und da war so die Überlegung, Eigentümer, ja, die waren ja irgendwie so Miteigentümer und alles ging nicht so richtig weiter. Und dann haben wir gebrainstormt und die Kandidatin neben mir, die hat dann auf einmal den Vogel abgeschossen. Die sagte dann, ja, Moment mal, das könnte ja irgendwie so eine BGB-Gesellschaft sein. Und die Prüfer alle so, pff. Mega Top-Antwort. Und die durfte dann da noch so ein bisschen referieren und die hat richtig, richtig viele Punkte am Ende bekommen. Was ich euch damit sagen will, bei so offenen Fragen, also jetzt nicht konkrete Fragen bei Definitionen oder sowas, seid da ruhig mal ein bisschen mutig und äußert auch ruhig mal eine etwas verrücktere Idee, weil das gefällt den Prüfern und wenn ihr da zufällig das richtige Ergebnis trefft, dann könnt ihr richtig, richtig viele Punkte bekommen. Dann noch eine Frage, die immer wieder auftaucht. Darf ich meinem Mitprüfling oder meiner Kollegin eine Frage klauen, wenn ich merke, dass die jetzt gerade voll auf dem Schlauch steht? Schwierig, ganz, ganz schwierig. Was man natürlich auf keinen Fall tun sollte hier, wie in der ersten Klasse, Herr Prüfer, ich weiß es. Das ist scheiße, Leute. Das ist richtig scheiße für euren Mitprüfling oder für eure Kollegin, die gerade wirklich nicht weiter weiß und bei der Frage eben auf dem Schlauch steht und dann dadurch natürlich noch immer nervöser wird, weil sie denkt, ja, wenn die anderen das wissen, dann muss ich das auch eigentlich wissen. Ihr solltet aber natürlich auch nicht wie Hans Kuck in die Luft da völlig unbeteiligt daneben sitzen und gucken, warum fliegen die Vögel jetzt in die Richtung oder nicht in die andere, sondern ihr müsst natürlich sowieso mitdenken. Und daher finde ich, ist der gesunde Mittelweg einfach folgender. Man denkt ja sowieso immer mit, blättert da so rum in seinem Gesetz, hat die entsprechenden Normen gefunden oder sowas und guckt einfach den Prüfer an, versucht Blickkontakt zu halten. Und dann wird er unterbewusst dadurch merken, dass ihr antwortbereit seid. Wer möchte, kann dann noch dezent, bitte wirklich ganz, ganz, ganz dezent so vielleicht seinen Stift aufstellen und den einfach angucken. Aber so, dass der Nebenmann das nicht merkt und eben noch nervöser wird. So zeigt man einmal den Prüfern, dass man kein sozialer und empathischer Trottel ist, aber dass man auch eben was gelernt hat und theoretisch auf die Frage antworten könnte, um die Prüfung weiterzubringen. Mitdenken in der Prüfung, auch wenn der andere gerade dran ist, ist natürlich auch das A und O in der Prüfung. Aber bitte nicht zu weit. Nicht schon hier alles mit der Schuld überlegen, wenn man gerade noch bei den Voraussetzungen im Tatbestand ist und da die Musik gerade spielt. Es kann nämlich durchaus sein, dass der ein oder andere Prüfer da noch eine Nebenfrage hat, beziehungsweise der Prüfer, der gerade dran ist und einen Punkt dann noch vertieft besprochen haben möchte oder den Fall ein bisschen abwandelt. Und dann wird man wirklich auf dem falschen Fuß erwischt, wenn man da gerade schon irgendwie beim Erlaubnistatbestandsirrtum oder sowas gedanklich ist. Also, bleibt immer schön im Hier und Jetzt. Und last but not least, Unterpunkt Nummer 4, Kollegen und Konkurrenz. Ganz, ganz wichtig ist mir, dass ihr für eure mündliche Prüfung versteht, dass ihr und eure 4 Mitprüflinge keine, ich sage ausdrücklich, keine Konkurrenten seid.
Ich habe es in 4 mündlichen Prüfungen erlebt. Je besser die Gruppe durch die Fälle kam, desto besser wurde sie am Ende auch bepunktet. Ist bestimmt irgendein psychologisches Phänomen, so eine Art Cheerleader-Effekt, wer das kennt. Also wenn ganz viele Frauen in einem Raum kommen, dass die dann attraktiver wahrgenommen werden, als wenn sie einzeln reinkommen. So in der Art ist das tatsächlich. Ich habe gemerkt, wenn wir in der Gruppe gut durch die Fälle kamen und die Prüfer am Ende positiv gestimmt waren, dass dann die Gruppe insgesamt deutlich mehr Punkte, also auch einzeln deutlich mehr Punkte bekommen hat, als wenn die Gruppe nicht so gut in Anführungsstrichen zusammengearbeitet hat und keiner so richtig weiterkam. Dann waren die Prüfer frustriert und dann gab es auch in der Gruppe wenig Punkte. Also, versteht, dass das nicht eure Konkurrenten sind, sondern seid froh, wenn die Prüfung gut läuft und die Prüfer gut durch die Fälle mit euch kommen und dann am Ende zufrieden sind. Liebe Rechtsfreunde, was bleibt mir noch zu sagen, außer dass ihr auf Gefällt mir klickt, abonniert und endlich diese verdammte Glocke aktiviert. Ich wünsche euch wirklich vom Herzen alles, alles Gute für eure mündliche Prüfung. Und ich verspreche euch nach diesem Video, ihr fallt nicht durch die mündliche Prüfung. Ihr habt die Statistik gesehen. Also, lernt nach oben, lernt für etwas Positives, für eine möglichst hohe Punktzahl, für eure 3, für euer Prädikatsexamen oder wie auch immer. In der mündlichen Prüfung sind wirklich viele Punkte zu holen. Ich habe die verrücktesten Sachen erlebt. 28 Vorpunkte, 78 Endpunkte. Es ist wirklich sehr, sehr viel drin, wenn ihr einen guten Tag erwischt. Denkt dran, die anderen, das sind nicht eure Feinde, nicht eure Konkurrenten. Wenn für alle die Prüfung gut läuft, läuft sie auch für euch gut. Also, freut euch, wenn es in der Gruppe gut läuft, das ist ein sehr gutes Zeichen. Übt den Aktenvortrag, zeigt den 3 da vorne, dass ihr vernünftig eine juristische Lösung präsentieren könnt, selbst dann, wenn ihr inhaltlich keine Ahnung habt. Zeigt in der mündlichen Prüfung nicht nur, dass ihr Wissen habt, sondern dass ihr auch wie ein Jurist denkt. Ermächtigungsgrundlage, Anspruchsgrundlage, Definition, Subsumption, Ergebnis, wenn es hinterher Diskussionen gibt, Methodenlehre, Wortlaut, teleologische Auslegung, Sinn und Zweck, grammatikalisch und so ist immer ein bisschen schwierig in der mündlichen Prüfung, aber zeigt da, dass ihr juristisch denkt. Und dann wird das wirklich eine gute Prüfung und ein guter Tag für euch. Ich glaube an euch, ihr müsst auch an euch glauben. Also, denkt immer dran, brecht die Regeln, aber nicht diese Gesetze hier der mündlichen Prüfung und dann kommt ein gutes Ergebnis bei rum. Bis dann, ciao. You know I feel-